Willkommen zu Lanne Bergland in Schlagzeilen. Ilse Rössing. Den Anfang nahm das Ganze am 26.09.2019 nachmittags in Göttingen. Dort soll ein 52-Jähriger eine Frau auf offener Straße ermordet und eine weitere schwer verletzt haben. Der Verdächtige flüchtete nach der Bluttat. Bei der Fahndung nach dem Mann aus Göttingen konzentrierte sich die Polizei dann auf Ilse. Denn nach einem Hinweis des Zugpersonals war ein Metronom aus Göttingen gegen 5 Uhr im Bahnhof der Saalestadt angehalten worden. Als die Beamten eintrafen, flüchtete die Person aus dem Zug, indem sie mit einem Nothammer eine Scheibe einschlug, wie ein Polizist vor Ort erklärte. Ein Großaufgebot der Polizei machte sich im Anschluss auf die Suche nach dem Flüchtigen. Unter anderem waren Spürhunde, Drohnen und Hubschrauber im Einsatz. Der Bahnhof Ilze war für Stunden hermetisch abgeriegelt. Im Laufe des Tages dehnte die Polizei die Suche nach dem Verdächtigen weiter aus. Am Freitag, dem 27.09.2019, fuhr er zurück nach Göttingen, wo er gegen 22.50 Uhr von einem aufmerksamen Bürger im Bereich der Wenderstraße Einmündung zur Reitstallstraße erkannt wurde. Dieser alarmierte die Polizei, die ihn nach erstem Widerstand überwältigen und festnehmen konnte. Inzwischen handelt es sich bei dem Tatvorwurf um zweifachen Mord, denn in der Nacht auf Sonnabend erlag auch die zweite Frau ihren Verletzungen. Grünenplan. Frank Rosin hat es ins Leine-Bergland verschlagen. Seit Anfang des Monats ist er in Grünenplan unterwegs. Doch zur Ruhe kommt der Sternekoch in dem Luftkurort nicht. Ganz im Gegenteil. Es riecht schwer nach Arbeit. Und wie das in einem 2300-Seelen-Ort so ist, ist längst auch in den Nachbargemeinden nicht verborgen geblieben, dass im Gasthaus Bauer was im Busche ist. Eine finanzielle Schieflage sei nicht der Grund für den SOS-Ruf, betont das Paar. Aber es hat nicht mehr so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, erklärt Björn Teschemacher. Ich habe schon viel von ihm gelernt und erfahren, was wir falsch machen. Wir kochen oft zusammen, erzählt der Betreiber vom ersten Erfolgen. Das Problem in Grünplan? Unser Kandidat kann sich nicht mehr an seine Stärken zurückerinnern, hat die Orientierung verloren, antwortet Rosin und bestätigt, dass jeder Fall auf seine Art schwierig ist und auch in Grünplan unlängst Tränen geflossen sind. Und was ist nun Rosins rettendes Rezept? Tradition muss sich mit Innovation paaren, sprich, die Kultur muss sich mit neuer Generation verbinden. Den Move, die Sprache und die Aura des Modernen dürften im Betrieb und auf der Speisekarte nicht fehlen. Unter dem neuen Namen Restaurant im Hilz soll der Betrieb in Grünplan offiziell am 3. Oktober wieder aufgenommen werden. Wir wollen uns regional noch mehr anpassen, kündigt Caroline Eckhardt eine Neuerung an. So möchte man Waren von einem ortsansässigen Galloway-Züchter beziehen und leckere Burger anbieten. Wann die Folge ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Kreis Hildesheim. Zur Freisprechungsfeier der Landwirte trafen sich die Absolventen, ihre Familien sowie Vertreter des Berufsstands, Lehrer und Ausbilder im Gasthof Giesecke in Heinde. Die 22 frischgebackenen Berufskollegen im Landkreis Hildesheim hätten nun die Lizenz zum verantwortlichen Arbeiten erlangt, formulierte Kreislandwirt Dr. Thomas Stadler und erinnerte an individuell sehr unterschiedliche Startbedingungen. Die Lehrzeit dauerte zwischen 1 und 3 Jahren. Es waren auch wieder Doppelqualifikanten dabei, die gleichzeitig den Berufsabschluss und das Abitur erreichen konnten. Nun gelte es, die eigenen Ansprüche mit denen der Umwelt und der Gesellschaft in Einklang zu bringen, sagte Stadler und stellte fest, für Bauern, die in Generationen denken, sei nachhaltiges Wirtschaften selbstverständlich. Nordstemmen. In der Zeit von Donnerstag, dem 26.09.2019, 16 Uhr, bis Sonnabend, den 28.09.2019, 9.30 Uhr, haben ein oder mehrere bisher unbekannte Täter neben der Eingangstür der ehemaligen Außenstelle der Marienbergschule Nordstemmen an der Jahnstraße eine große Glasscheibe der Fensterfront zerbrochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, sollte sich mit dem Polizeikommissariat Saarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung setzen. Und zum Schluss der Sport im Leine-Bergland. Heinung.
Nils Böhme ist nicht nur als langjähriger Fußballspieler und Trainer des SV Heinum sowie als Organisator des Never Give Up-Wettbewerbs in seinem Heimatverein bekannt, sondern der Kraftsportler hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr bei nationalen und internationalen Wettbewerben einen Namen gemacht. Zuletzt ging er bei zwei großen Wettbewerben in Italien und Österreich an den Start und brachte viele Medaillen ins Lanebergland mit zurück. Bei der Europameisterschaft im italienischen Allegre ging Nils Böhme zuerst beim Beast an den Start. Die Langdistanz war der erste Wettkampf von dreien beim Trifecta-Vergleich. Es war ein heißes Sommerwochenende, sodass die Teilnehmer alles geben mussten, um die steilen Anstiege und Hindernisse zu bewältigen. Es war teilweise so steil, dass man nur auf allen Vieren hochkam, erinnert sich Böhme an die großen körperlichen Herausforderungen. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem das Tragen von Kieseleimern, Ketten oder Steinkugeln sowie Hangeln und Strickleitern horizontal klettern. Am Ende war Böhme froh, dass er als Achter von 64 Teilnehmern in seiner Altersklasse 30 bis 35, ins Ziel kam. Insgesamt waren es 610 Starter in den Altersklassen. Am zweiten Tag standen die Mitteldistanz, Super, und der Sprint auf dem Programm. Bei sengender Mittagshitze hatte der eine oder andere Teilnehmer Kreislaufprobleme. Doch Nils Böhme konnte alle Stationen bewältigen. Im Super landete er auf dem dritten Platz seiner Altersklasse. Noch besser lief es beim Sprint, wo er in der offenen Klasse den Sieg erringen konnte. Ich habe mich riesig gefreut, ich war erstaunt, denn am Ende war ich mehr als eine halbe Stunde schneller als im Vorjahr, freute sich Nils Böhme. Jetzt bereitet sich der Sportler auf den nächsten Wettkampf vor. Die Weltmeisterschaft im November im griechischen Sparta. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.